letzten Video. Es klang schon gut. Ich habe noch ein bisschen weiter die Musik runtergestellt. Ja, man. Ich merke, es ist nicht mehr so laut. Also es müsste jetzt angenehm sein, sozusagen. Man könnte mich gut verstehen, während hier auch die Schlacht läuft. Das ist gut so. Aber mal hier durch die Mengen reiten. Oh, hey, hi Pferd. Ja, ja, da ist nur noch einer. Ja, mein Typ verfehlt ihn erstmal. Und ich auch. Ja, wir haben gewonnen. Einen Verwundeten haben wir nur. So, wir nehmen sie natürlich mit. Dann kommt mit Frauchen, genau. Und Fußsoldaten. Und ab nach Vereshchek. Na komm. Möchten nach Vereshchek zurückreiten. Das dauert wieder mal eine Ewigkeit. Aber egal, wir haben Zeit. Ohne Ende. Ja, die entführte Dings da ist in unserem Trupp hier. Aber die bringt uns gar nichts. Ich glaube, die kann kämpfen, aber es bringt uns nichts. Deswegen reiten wir jetzt mal ganz schnell zurück und bringen sie vorbei bei dem Gildenmeister von Vereshchek, damit sein Freund wieder die Tochter zurück hat. Und ich sollte mal die Shift, die Caps Lock-Taste ausschalten. So, das dauert jetzt wieder eine Ewigkeit, da zurückzureiten. Ich habe ja damit kein Problem. Oh, Praven wurde von Fürst Rodox belagert. Praven. Tut mir leid, wir müssen zurück nach Praven, Fürst. Typ aus Vereshchek. Wir müssen erstmal unsere eigene Hauptstadt verteidigen. Das tut uns leid, wir sind mal auf dem Weg. Wie lange könnte das dauern, die Belagerung? Okay, es hat eine Burg von Rodox genommen. Welche denn? Ich sehe auf der Karte keine Änderung. Egal. Wo sind wir gerade? Ach, da reiten wir. Über Stock und über Stein. Reiten wir nach Pravenlein. Hoffentlich dauert das nicht so allzu lange. Weil ich möchte gerne meine Burg oder meine Hauptstadt behalten. Vielleicht können wir ihn ja fragen, ob er uns mit begleitet. Werdet ihr ihm folgen? Ich hab einen Plan. Schade. Er möchte nicht mit uns mitreiten. Na Braven. Und die Braven verteidigen vor den Feinden, die auf uns warten und lauern und unsere Hauptstadt einnehmen wollen. Einige Soldaten können befördert werden. Wir kommen an, Braven. Es dauert nicht mehr lang. Dann sind wir bei dir da. Echt? Ich glaube, da werde ich nochmal die Schilds aktivieren wegen Schnellreisen. Das dauert ja echt lange. Jetzt sind wir angekommen. Oh. Sind mir ein paar zu viele da. Zum Glück sind wir schnell genug, um in Braven reinzureiten. Ja, Marktplatz, Warenhändler, Honig, mein Braven hat Honig dabei und hier haben wir noch ein Schwein und dann holen wir uns noch hier ein Hähnchen. Schenke, Wachmann, Lösegeldvermittler, Was haben wir denn hier in der Stadt für eine Garnison? Ein bisschen, nicht viel. Aber wir können sie ja hier, nein, sie hier,
Ja, nee, können wir nicht, okay. Okay, wir können den Rekruten hier abgeben, den Nordsoldaten und den ausgebildeten Reiter hier. Und dann können wir mal den Wachmann fragen, ob er hier bei uns sein möchte. Hey du, Wachmann. Ja. Möchtest du mit uns bei uns arbeiten? Dann werden wir die Wachmänner hier geben und werden uns nichts nehmen. Und warten hier eine Weile. Weil jetzt haben wir uns noch 4 Mann mehr geholt, die mit uns diese Burg verteidigen. Ach ja, habe ich noch gar nicht erwähnt. Mal Escape drücken. Option. Wir haben Battle Size auf 200 gestellt, wie ich es euch gewünscht habe. Wie ihr es euch gewünscht habt. Hören Sie jetzt auf, die zu belagern? Hallo? Verlassen. Dann reiten wir mal dahin und helfen mal, Kegels. Ja, angreifen. Auf jeden Fall Battle-Size ist jetzt auf 200. Ich habe 170 gegen 600, das heißt, ja, dass 30 Mann nicht mitkämpfen. Ach genau, Taktik, Taktik. Taktik, wir machen mal Taktik. Kämpfen. Was sich hier wiederum lohnt, ja. Meine Bogi-Schützi möchte ich alle hier oben drauf haben. Bogi-Schützis. Alle hier die Position halten. So, meine Infanterie möchte ich gerne hier halten. Ja. Und gehen wir mit eingreifen oder warten wir? Eigentlich sollten wir mit eingreifen. Dann schicken wir alle zum Angriff. Oder alle Mann hier die Position halten und dann mal 10 Schritt zurück. Nee, 10 Schritt. Nein, zusammenrücken, ja auch. 10 Schritt vor, 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 10 Schritt vor und so ein Kram halt. Wir lassen sie von da angreifen. Meine Leute folgen mir hier. Ah genau, besser. Alle Mann folgen mir. Wir laufen hier außen rum. Sie sehen mich schon, aber. Ist ja nicht so schlimm. So. So, kommen wir jetzt mal von der anderen Seite an. Wir nehmen sie somit von der Flanke und meine Leute kommen auch gleich von der Flanke aus angeritten. Oder angelaufen. Angriff. So. Auf die Frisse. Na komm. Na komm, werde ich nicht. Stirb einfach. Ich werde sterben. So, sieht das doch schon viel besser aus, vor allem der Text an der Seite, den kann man ja kaum mitlesen. So schnell verschwindet er. Merkt ihr was, mit Battle Size macht das Kämpfen doch viel mehr Spaß, wo so viel auf dem Schlachtfeld los ist. 200 Mann hat das doch viel mehr Spaß gemacht. Weiter. Nein, ihr seid hier frei. Text könntest du verschwinden, damit ich lesen kann. Scharfschütze nehmen wir mit. Nö, das war's. Nö, das war's auch. Guck, jetzt haben wir ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Dann, die haben irgendwie abgelassen. Von meiner Burg oder von meiner Stadt. Was traurig ist, dass sie abgelassen haben. So gern. Will gerne wissen, welches Level wir sind. Charakter 30, okay.
Gut, was können wir machen? Wir könnten zu Rodax reiten und da was einnehmen, aber es bringt uns gerade nichts so richtig. Deswegen wir zu Rodax reiten und irgendwas einnehmen. Nur was? Das müssen wir jetzt erstmal gucken. Wir könnten uns bei unserem König einschleimen. Wir schleimen uns bei unserem König ein, mal gucken, ob er Aufgaben hat. Aber wenn wir alle gemeinsam Krieg haben gegen Rodox, das wäre cool. Genau, einen Fürst suchen, der mit Rodox Krieg möchte. Dann werden wir damit agieren. Dazu habe ich Bock jetzt. Also, Fürst, wer will gegen Rodox kämpfen? Fürst, ich will mit dir auch einen Krieg haben. Gegen Rodox. Also, ich laufe mal nach Knudda. Ich habe ein bisschen Kohle bezahlt. Ein bisschen. Ein klitzekleines bisschen. Knurda, wir warten auf dich. Hi, Knurda. Ein Treffen mit Fürst Rajek. Habt ihr Aufgaben? Nun, einige Leibeigene, die auf meinem Feld in einem Vajek arbeiten, sind davongelaufen. Ich lasse diese Schweine in mein Feld pflügen und meine Häuser pachten und so zahlen sie mir meine Großzügigkeit zurück. Ich hörte, dass sie so schnell wie möglich nach dir laufen und dass sie sich in drei Gruppen aufgeteilt haben, um den Verhaftungen zu entgehen. Fangt alle drei Gruppen ein und bringt sie unter Einsatz sämtlicher Mittel nach Vajek zurück für ihre